Vielen Dank, Herr Präsident. Wir bekommen durch den glücklicherweise in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon mehr Demokratie. Wir bekommen ein Anhörungsverfahren für den Hohen Vertreter. Alle Kommissare stellen sich hier, werden erst angehört, anschließend kontrolliert. Das ist gut so. Aber der Ratspräsident, der wird hier weder angehört, noch wird er anschließend hier kontrolliert oder von irgendeinem nationalen Parlament kontrolliert. Er ist eine demokratische Fehlkonstruktion. Er kann nicht der politische Präsident Europas sein. Er muss ein ehrlicher Makler zwischen den Interessen der Mitgliedstaaten im Rat sein. Mehr geht nicht. Und das Minimum für seine Ernennung ist, dass er wenigstens im Konsens ernannt wird im Rat. Guy Verhofstadt hat es gesagt, wenn man einen Papst wählt, nimmt man einen Katholiken. Wenn man den Präsidenten des Europäischen Rates wählt, dann nimmt man einen Europäer. Also jemanden, der an den europäischen Gedanken glaubt. Ich halte das für absolut richtig. Wir brauchen jemanden, der das europäisch zurück in den Europäischen Rat tut. Meine Damen und Herren, wenn diese Debatte von den Liberalen beantragt heute hier im Parlament nicht stattgefunden hätte, dann hätten wir alle nur in den Medien oder auf den Korridoren dieses Thema diskutiert. Ich glaube, dass Transparenz das Gebot der nächsten Benennungen sein wird. Und dann ein Ruf an Frederik Reinfeldt. This is not just about balancing center left and center right. This is about balancing the center, the left and the right. Thank you very much.